So, es ist Montag. Ich laufe gerade zu Englisch. Ja. Gerade hat mein Cousin sein Bezirkspokalspiel, Finale. Ja. Ich hoffe mal, der gewinnt das heute. Ich glaube dran, die glauben safe dran. Und mein Jugendteam, die was war. Ja. Ich bin gerade ein bisschen aus der Puste. Ein bisschen rennen musste. Aber ja, wir sehen uns nachher. So, ich habe mich bisher noch nicht gemeldet heute. Ich hatte schon GP und Psychologie, bin danach direkt ins Gym gegangen. Jetzt ist auch schon 13.30 Uhr, heißt halbe Stunde spielt Neapel gegen Ajax, heute wichtiges Spiel. Wieder mal. Weil wenn man das gewinnt, dann ist man, hat man einen sehr, sehr, sehr guten Start in der Champions League. Und sage ich mal, dann kann man auch vielleicht ein bisschen mehr rotieren in der Champions League, die Spiele danach. Aber ja, nachher gehe ich noch lernen, weil ich nächste Woche ein Psychologie-Examen habe. Deswegen weiß ich nicht, ob so viel jetzt die Woche kommt. Heute kommt, sorry. Aber ja, mal schauen. Also ich bin ehrlich. Ich habe noch nie so ein Spiel gesehen. So gut, erste Halbzeit von beiden Mannschaften, brutal. Aber so gut. Ich bin so stolz gerade. Es ist so ein super Spiel von jedem Einzelnen in der Mannschaft. Auch 5-1. What the fuck? Das hätte ich niemals gedacht. Und ach, Lobotka. Also das könnte ich. Also wie der spielt. Einfach alle Props an alle in der Mannschaft. Es ist abnormal, wie die aktuell spielen, wirklich. So, und das nächste ist, also Basketball-Tickets, die Preise sind so respektlos. Einfach um unten zu sitzen, wo du eine bisschen gute Sicht hast, so viel. Und dann halt oben trotzdem noch mindestens 150. Aber dann sieht es halt so aus. Also Basketball-Tickets wirklich, also Tickets hier, ich weiß nicht, was die sich hier vorstellen in Amerika. Das ist echt, echt, echt krank. 513, 400. So, hier wird gerade, also ich weiß nicht genau, was da gemacht wird, aber es geht halt, weil bald wo die Wahlen sind, wollen die halt hier, dass du dich registrierst und so. So, es ist jetzt schon abends, am Mittwoch, oder? Ja. Ich war heute in Klasse, war auch danach im Fitness. Aber ich glaube, ich weiß nicht, irgendwie habe ich jetzt ein bisschen Halsschmerzen. Ich hoffe, ich werde nicht nochmal krank, weil, ja, heute ging ja auch nicht viel. Ich lag halt flach, so gefühlt in meinem Bett, danach war ich im Fitness und das war's. Ja, gestern waren wir noch abends ein bisschen Basketball spielen, kurz in der Halle, aber auch nicht lange. Am Wochenende ist so ja wieder Ding, Footballspiel. Bin ich ja gespannt, wahrscheinlich die letzte Chance, dürfen eigentlich echt nichts mehr verlieren. Sonst ja, wird es nichts mit den Playoffs. Aber mal schauen, ich hoffe, ich werde jetzt nicht krank, weil wenn ja, dann weiß ich auch nicht mehr, was ich machen muss, um gesund zu bleiben. Auf jeden Fall, wir sehen uns morgen. Ja, genau. So, ich war jetzt gerade im Gym. Jetzt sind wir ganz kurz. I wanna be famous! Jetzt waren wir kurz auf dem Fußballspiel, weil wir solche Mützen haben wollten. Die waren gratis. Die sind jetzt schon 1-0 hinten. Richtig los das Tor, aber ja. Wir gehen jetzt was essen, weil wir sind hungrig. Und ja, da haben wir die von abgeholt. Also, es ist jetzt schon Abend. Ich bin im Bett. Joa, heute ging nicht so viel. Weil ich die meiste Zeit mein Buch weitergelesen habe. Ein paar Assignments so gemacht habe. Dann halt im Gym war. Aber wir waren ja ganz kurz auf diesem Spiel.
lagen 2-0 zurück, als wir gegangen sind, weil wir dann zum Essen mussten. Aber ja. Morgen ist ja Freitag. Das Problem ist, mir geht es immer noch nicht so gut. Deswegen mal schauen. Ich glaube, das Wochenende wird nicht so interessant. Ich glaube auch nicht, dass ich zu dem Spiel gehen werde. Weil mein Hals einfach nicht so mitmacht. Ja. Deswegen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen. Und ja. So, es ist Freitag. Ich merke schon langsam, wie ich wieder krank werde. Was ich natürlich gar nicht geil finde. Deswegen, ich glaube auch nicht, dass ich morgen zum Tailgate oder zum Spiel gehe. Weil das letzte Mal hat es mich schon komplett hops genommen. Da war ich dann eine ganze Woche raus und jetzt, ich hoffe einfach, also meine Halsschmerzen sind weg, jetzt kommt aber ein bisschen Schnupfen wieder. Ich hoffe einfach nur, dass es in 1-2 Tagen weg ist oder dass es einfach gar nicht wirklich kommt. Weil ich habe keinen Bock mehr drauf. Aber ja, genau, ich gehe jetzt zu meinen Klassen zu Spanisch und danach Geschichte. Dann vielleicht gehen wir heute von einer Freundin von uns hier, die spielt hier im Tennisteam, Tennis zuschauen, aber die Frage ist halt, wie ich hinkomme. Weil die, wo fahren, gehen schon um 12 hin und ich habe halt bis 1 Uhr Unterricht, deswegen mal schauen. Vielleicht gehe ich da auch da ganz kurz morgen hin. Aber ja, wir schauen mal, wie es aussieht dann, die Tage. So, also, wir sind jetzt hier gerade im Kino. Ja, wir schauen jetzt Smile an. So ein Horrorfilm. Ich mag eigentlich Horrorfilme nicht, aber mal schauen, wie der wird. Und darauf freue ich mich richtig. Black Panther und Black Adam. Aber Black Panther wird, glaube ich, anders geil. Aber ja, ich gebe mal nachher meine Review zu dem Film ab. So, also, es ist schon nach dem Film. Ich habe mich jetzt Bett fertig gemacht. Oder, ja, fast Bett fertig. Ja. Also Horrorfilme sowieso nicht für mich. Und ich fand den Film, also ich fand, der war schon sehr gut gemacht, so manchmal von den Perspektiven, wie der gefilmt wurde. Aber sonst, ich weiß nicht, ich fand den richtig scheiße. Also ich würde das, wenn ich es geben, wenn ich es bewerten müsste, so eine 5 oder 6, 5 von 10. Also mir hat der Film echt nicht gefallen. Auch die Story am Ende, ich fand das Ende beschissen, aber ja. Also für mich, ich bin sowieso kein Fan von Horrorfilmen. Deswegen war es für mich auch einfach ja kein guter Film. Aber ja, falls ihr den Film schon gesehen habt, könnt ihr es ja gerne in die Kommentare schreiben und sagen, wie ihr ihn fandet. Aber für mich ist es einfach nichts. So, also, es ist Samstag. Ich bin wieder erkältet. Prima, natürlich. Deswegen fällt zum Beispiel auch Stadionvlog heute aus. Also ich werde heute nicht ins Stadion gehen, das Spiel mir anschauen, das Footballspiel. Ich werde auch nicht zum Tailgate gehen, weil ich mich einfach nicht fit fühle. Und dann möchte ich das auch nicht machen, da stundenlang drin zu stehen. Deswegen ja, leider dieses Wochenende nicht. Aber ja, ich hoffe, dass ich mich wieder schnell fange. Weil ich hatte die Woche Halsschmerzen, die sind zwar weg, aber jetzt bin ich erkältet. Und ich war schon letzte Woche oder die Woche davor erkältet. Das macht einfach gar keinen Spaß. Ich will einfach fit werden wieder. Deswegen ja, gehe ich leider nicht ins Stadion, auch nicht zum Tailgate. Aber ja, ich mache jetzt ein paar Sachen, lese ein bisschen Buch weiter. Schau dann vielleicht noch ein bisschen was an und das war's dann für heute für mich, weil ich glaube auch nicht, dass ich ins Fitness gehe. Ich schaue mal, wie es mir morgen geht und dann vielleicht gehe ich morgen, aber heute auf jeden Fall nicht. Joa. Also, wir sind gerade wieder im Ding, im Gaming Room. Zocken gerade ein bisschen Valorant. Zwei Siege, zwei Spiele. Ist gut. Ich spiele Sage. Cedric spielt Sova. Das ist sein erstes, zweites Game jetzt erst. Aber es bockt. Joa. Und wir sind nicht mal so schlecht. Auf Wiedersehen. Ich habe verkackt gerade eben, aber joa, scheiß drauf. Mal schauen, ich will endlich Rainer freischalten da unten. Aber joa, jetzt sollte er eine hier mal auswählen.
So, also, ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Abendessen heute. Ja, ich habe Fußball geschaut, Neapel hat gewonnen, Stuttgart leider verloren. Dann war ich, ja, da habe ich halt Skihike zu Ende geschaut, Werewolf by Night, super. Das war echt super. So eine 8 von 10 würde ich dem geben. Und dann, ja, gehe ich jetzt was essen, weil ich bin immer noch krank. Und ja. Also, wir sind hier gerade am Zocken. Wir werden gerade genutzt, weil einfach Amar, Kuba, für Fokus und so spielen gegen uns. Guck mal, 1 zu 7 stehe ich. Wir werden hier komplett tops genommen. Es ist aber geil. Wir spielen gerade gegen Amar und so einfach. So, also, ich bin jetzt zurück in meinem Zimmer. Gehe jetzt auch schlafen. Also, das war's dann auch mit dem Vlog für die Woche. Leider wieder wenig passiert, weil ich krank war. Aber ja, lasst auf jeden Fall ein Like. Ein Abo da, schreibt gerne was in die Kommentare und wir sehen uns dann nächste Woche hoffentlich endlich mal wieder eine ganze Woche gesund. Ciao.